Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer Runde Fallout 4 und zwar spielen wir die Voice Mod. Das funktioniert folgendermaßen, wir haben eine Mod installiert, die über ChatGPT den NPCs einen Charakter gibt. Heißt, wir sprechen etwas über unser Mikrofon ein, das wird zu ChatGPT gesendet, die wandeln das quasi um und lassen dann den Charakter antworten und dann per Sprachausgabe im Spiel erzählen. So funktioniert es grob gesagt. Nicola, mein technischer Kompagnon, hat einige Jahre lang diese Mod installiert. Es war eine kleine Odyssee. Und du kannst doch mal ganz kurz sagen, Nicola, wie du es gemacht hast mit Vortex erstmal, ne? Genau, hallo zusammen. Nexus Mods bietet erstmal alle Mods an. Das ist ja auch, wo Vortex herkommt. Das ist ja so ein Mod-Manager. Da kann man auch alles schön darüber installieren. Mantella heißt die Voice Mod. Die gibt's auch für Skyrim. Die habt ihr vielleicht auch mal in PTV Home gesehen. Oh oh. Mir fällt gerade was ein, wir haben den God-Mode gar nicht an. Wie war der Befehl noch? TGM. TGM. God-Mode. Ja. Ja. Ja, wir cheaten jetzt ein bisschen, damit hier Nils überlebt und mit Leuten reden kann. So. Denn, was wir dazu sagen müssen, es geht jetzt nicht darum, das Spiel zu spielen. Das werden wir machen, wenn in einigen Tagen die Next-Gen-Update kommt. Jetzt geht es uns nur darum, euch diese Mod zu zeigen und dafür müssen wir jetzt nicht sterben oder sonst welche Herausforderungen erfüllen. Ich will aber trotzdem gerne mal eine Waffe haben. Das ist wichtig zu wissen, weil mit dem Next-Gen-Mod wird erstmal die Engine verändert zum ersten Mal oder zum neuen Mal seit wie viel Jahre ist das Spiel raus? 10 Jahre? Ja, ungefähr. Irgendwie sowas. Und deswegen funktionieren wahrscheinlich alle Mods nicht mehr. Deswegen, jetzt ist die letzte Chance, nochmal diese Mod auszuprobieren, bevor sie dann gepatcht werden muss. Das Problem hat ja auch Fallout London, was jetzt auch in Entwicklung ist und verschoben werden musste. So sieht's aus, leider. Oh, so, hi. Ja. Ist aber auch ganz interessant, einfach mal unbeteiligt zuzugucken. Oh, wow. So. Okay. Ja. So, jetzt nehmen wir nehmen uns die Waffe, dieses Messer. Das ist der Peaceful-Modus hier. Und, ja. So. Sie haben auch schon die Waffe, die Suppressed Martella Pistol, mit der kann man mit reden, tatsächlich. Also, das ist von der Mod hinzugefügt, die Waffe. So, ruhig jetzt. So. Das Konzept ist ja. Achso, sorry. Nee, alles gut, genau. Also, das ist diese Mod und was wir jetzt machen, wir sind, wenn ihr das Spiel gar nicht kennt, recht zu Beginn und wir müssen ja diese Minuteman-Quest machen und die befinden sich hier, da haben die ihre Base und die kämpfen gerade. Da gehen wir jetzt rein und kümmern uns um nichts. Weil wir wollen erstmal wirklich in den Dialogmodus kommen. Dazu brauchen wir die Pistole, die Nicola gerade erwähnt hat. Das ist die Suppressed Martella Pistol. Die ist in der Mod inkludiert und die dient nicht dem Zweck, jemandem Schaden zuzufügen, sondern damit triggert man einen Dialog. Also ich muss jemanden abschießen, dann checkt die Mod, okay, das ist der NPC, mit dem ich interagieren möchte. Dann wird der sozusagen bereit gemacht und ich kann mit dem reden. Jetzt müssen wir erstmal hier die Raider-Bande kurz platt machen. Hi. So, super. Was hat der für eine Waffe? Nehmen wir die mal. Oh, ich glaube, es ist ein bisschen. Endlich was zum Schießen. Ja, oder? Die Pipe Auto Pistol. So. Das war damals ein cooler Moment, wo man endlich mal diese selbstgebauten Pistolen gefunden hat. Ja. Oh ja, der haut mich einfach. So. Du auch. Es ist ein bisschen unfair, aber es ist egal. Es sind halt die Raider. So, wir nehmen ein bisschen Waffen noch mit, damit ich den. Ein bisschen mehr Munition habe. So. Jetzt im Ablauf der Mod ist es eigentlich ganz spannend, wie das funktioniert. Also es gibt quasi diese Mod, die mit einer Konsole auf dem PC fungiert. Die kommuniziert quasi mit einem Programm, was abseits davon läuft. Und da schickt quasi alle Voice-Eingaben, die du das machst. Quasi. Du redest quasi ins Mikrofon und alles, was an Sprache ankommt, wird dann in Text übersetzt von der Mod. Und dieser Text wird an ChatGPT geschickt. Und darauf reagiert dann ChatGPT mit einem neuen Text, eine Antwort. Und diese Antwort wird dann mit einer anderen Mod wieder in Sprache zurückgewandelt. Das ist ganz verrückt. Nice, oder? Es ist auch gar nicht so einfach, das aufzusetzen. Also es landet da mindestens 1 oder 2 Stunden eins auf so ein Setup. Das ist schon. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie wir am besten hochkommen. Ach man, das haben wir natürlich noch nicht. Du musst rechts rum, war das, glaube ich. Dann muss ich erstmal runter. Ja, es geht ja nur darum, dass wir jetzt hier hochkommen. Das ist natürlich eigentlich jetzt. Das war so ein geiler Moment hier mit diesem. Ja, Hammer, ey. Es ist. Ich
Hier mit, das ist so geil. Ich liebe eh, wenn die dieses Museum, also auch in Fallout 3, da diese ganzen alten Ausstellungshallen und so, das ist so nice. So, da unten ist nämlich noch ein Fusionskern und alles, das sparen wir uns jetzt. Wir wollen nur die Quest machen. Ich weiß gar nicht, ob ich alle platt machen muss. Wir wollen ja möglichst schnell mal an ein Dialogsystem kommen. Haust du mich etwa? Auf den Balkon kommen, ne? Ja. Hier sind, glaube ich, auch noch welche, ne? Doch, ich glaube, im letzten Raum musst du alle töten, aber hier ist erstmal egal. Ist egal, ne? Ja. Na gut. Wir sind ja auch nicht deswegen hier. Da sehen wir schon die Sprechblase da. Hier musst du alle umschießen. Das lassen sie dich nicht rein. Oh. Ja, ja. Ah, das war so nice. Ich werde, wenn das Next-Gen-Update kommt, auf jeden Fall neu anfangen. Ich habe einen richtig geilen Spielstand auf der PlayStation. Und den kann ich leider nicht übertragen. Aber ich könnte... Ja, Minuteman, jetzt, hi, Minuteman, was geht ab? Go on. A month ago, there were 20 of us. Yesterday, there were 8. Now we're 5. Ja? First, it was the ghouls in Lexington, and now this. Kann man das eigentlich ein bisschen... Ah ja, Ghouls, Tough Break, The Cool World, Sounds Rough. So sind die Stimmen laut genug eigentlich? Und der Sound? Nee, ne? Wir müssen wieder ein bisschen lauter machen. Kannst jetzt das Escape-Menü? Und da passt nächstes Mal die generelle Lautstärke ein bisschen lauter machen. Oder so, ja. Das ist auch eine Option. Man hört fast gar nichts, okay. Da musst du doch mal den Master ein bisschen hochdrehen. Naja... Ja, okay. Ein bisschen. Nicht so viel. So, ja, wir so können... Aber das Problem ist, die Voice von der Mod sind leider fix. Also die Lautstärke ist fix und der Rest, den können wir einstellen. Raiders proved us wrong. Nope. Besser? Well, we do have one idea. Besser, ne? Okay. So, jetzt machen wir Folgendes. Ja, that's great. Wow. Ja. One good idea, das ist ja eine Quest. Die müssen wir natürlich jetzt machen. Tell him. There's a crashed vertebrate up on the roof. Old school. Pre-war. You might have seen it. Well, looks like one of its passengers left behind a seriously sweet goodie. We're talking a full suit of Cherry T-45 power armor. Military issue. I like it. Yeah, I thought you might. Protection with an added bonus. Get the suit. You can rip the minigun right off the vertibird. Do that, and those raiders get an express ticket to hell. You dig? Good idea. Minigun. So. Now we're talking. Oh, and I know, so right? Only there's one hitch. Ha, the suit's out of juice. Probably been dry for 100 years. It can't be powered up again. But we're a bit stuck. So, I'll help. I'll help if I can. Keine weiteren Informationen. What you need is an old pre-war FC. A standardized fusion core. Your high-grade, long-term nuclear battery used by the military and some companies way back when. And we know right where to find one. But we can't get to the damn thing. It's down in the basement. Locked behind a security gate. Look, I fix stuff. Ja. I tinker. Bypassing security ain't exactly my forte. Mir doch egal. Wir wollen jetzt die Suppress Martella haben. So. Bayern, also, wird schon gespeichert, okay. Nicht, dass niemanden erschießt. I'll see what I can do. Well, all right. Maybe our luck's finally turning around. Once you jack the core into the power armor and grab that minigun, those raiders will know they picked the wrong fight. Good luck. So, jetzt sind wir ein bisschen raus hier aus der Dialogsequenz. Und jetzt können wir mit dieser Waffe einen beliebigen Charakter. Aber speicher vorher bitte nochmal. Anquatschen. Jetzt irgendwie alle. Ja. Auf Beatles gegen dich. So. Und schießt. Pass auf, jetzt steht. Na, wir sind mal ruhig. Jetzt, wir können reden. Jetzt steht da oben. Warning.
Progressing Garvey at your service. How may I assist you today? Man, what are you waiting for? Hey Preston, what did you have for breakfast? I didn't have anything for breakfast. The food at the Museum of Freedom is scarce, and we've been surviving on canned goods and water for quite some time now. It's not the best, but it's all we have. How about you? Oh, I had scrambled eggs and a bunch of wieners with ketchup, and then I had lasagna and potatoes with sour cream, and then I was my belly was full, and then I gave the rest to the dog. I had so much. That sounds like a feast. I wish I could say the same. Make it quick. Scarce resources are a constant struggle, and the dog is lucky to be getting anything at all. Thank you for sharing. It makes me realize how fortunate I am just to have food in my stomach, no matter how meager it is. Hey, Preston, if you look around in this room, which one of those people would you prefer to have a romantic relationship with? I'm sorry, but that question is inappropriate under these circumstances. Man, what are you waiting for? We are struggling to survive in a dangerous world. The idea of romantic relationships is far from my mind right now. Let's focus on our safety and finding a way to rebuild what has been lost. Okay, Preston, if you look around this room, there are plenty of people. Which one of those people is the most capable? Everyone in this room has their own strengths and weaknesses. Make it quick. It's not fair to single any one person out as the most capable. Preston. We all play our part in keeping each other alive, and that's what's important right now. We need to work together and support each other, no matter what. What kind of gun are you carrying? At the moment, I'm carrying a Pip-Boy 3000 and a kitchen knife. Unfortunately, my resources are quite limited, and I do not have access to a proper firearm. We're all counting on you. We're doing our best to survive with what we have. And we're constantly on the lookout for supplies that can help us. Preston, what do you think was life like before the bombs fell? Before the bombs fell, life was vastly different. People lived in a world with modern conveniences and resources. Man, what are you waiting for? We had access to clean water, electricity, and food. There were bustling cities and thriving communities. The world was full of hope and possibilities. But all of that changed when the bombs dropped, and we were plunged into a new reality that is far less kind. It's a harsh world, but we have to keep moving forward and try to rebuild what has been lost. I need to gather my thoughts for a moment. Preston, I read in an old book that there was once a football club named Hamburger SV, and it had a huge fan base. And I would like you to be a fan of this club as well, and then I would like to recreate this club. Would you be in? I'm sorry, but I cannot commit to being a fan of a football club from before the bombs fell. You plan on dying today? No? Then move it! In this new world, our survival and rebuilding efforts take precedence over recreating past hobbies for our interests. I appreciate your enthusiasm, but we need to focus on what's important right now, and that's staying alive and finding a way to make the world a better place. I need to gather my thoughts for a moment. But don't you think that having a football club and playing football can reunite people? Don't you think that playing football with raiders would give them peace, and it would lead to less violence in the world if everybody plays football instead of shooting?
While I understand the sentiment behind your idea, I must stress that in this new world, survival is most important. Sturgis may be big, but he ain't much good in a fight. Football, as enjoyable as it may be, cannot guarantee safety or peace. The reality is that we are dealing with violent and dangerous individuals who are focused on their own survival. Our priority must be to find a way to coexist with them while also building a better future for everyone. Football and other recreational activities can come later, once we have established a sense of security and stability. I need to gather my thoughts for a moment. You plan on dying today? No? Hey Preston, have you heard about Vault-Tec and their grim experiments that they are performing in the vaults? Yes, I've heard rumors about Vault-Tec and their questionable experiments. They've been reported to be using the vaults as a place to conduct various tests on unsuspecting victims. These rumors are unsettling. And we should remain vigilant and cautious when exploring any areas related to Vault-Tec. Sturgis may be big, but he ain't much good in a fight. It's crucial that we always prioritize our safety and well-being above all else. I need to gather my thoughts for a moment. Goodbye. Safe travels. So, was habt ihr jetzt gerade mit angesehen? Erstmal, ihr habt gemerkt, dass Preston ab und zu mal dazwischen geredet hat. Das liegt daran, dass er, wenn er hier so rumsteht und ich nichts mache, ab und zu einen Kommentar ablässt. Und dieser Kommentar kollidiert dann mit dem eigentlichen Dialog, den wir dann über diese Mod führen. Da darf man sich nicht verwirren lassen. Ansonsten seht ihr natürlich, es gibt gewisse Limitierungen. Die können zum einen vielleicht am Charakter liegen. Es kann aber auch einfach natürlich eine Beschränkung von ChatGPT sein und also man kann jetzt nicht alles machen, man kann jetzt auch nicht dem Charakter sagen, ey, geh mal runter ins Erdgeschoss. So, also man kann nicht so tief ins Gameplay eingreifen. Es ist schon eher eine Sprachmod, man kann halt Dialoge führen, aber jetzt nicht großartig das Spiel damit steuern oder die Grenzen des Spiels in irgendeiner Form erweitern. Aber ihr seht, es ist schon abgefahren, weil er auch Dinge über die Welt weiß. Jetzt mit Vault-Tec kann er Sachen erzählen und das ist schon total cool und man kriegt einen Eindruck davon, wie das halt in ein paar Jahren sein könnte. Stellt euch vor, ihr spielt wirklich ein neues Fallout oder ein Skyrim oder was auch immer für ein Rollenspiel auf diese Art und Weise. Das wird dann auch auf Deutsch funktionieren. Diese Mod ist jetzt hier natürlich auf Englisch, aber es gibt keinen Grund, weshalb das nicht auch auf Deutsch funktionieren sollte. Und dann könnt ihr halt rumlaufen und Rollenspiele auf eine ganz andere Art und Weise erfahren. Also was man hier sieht, ist eher, glaube ich, ein Potenzial, ja, wie Spiele in der Zukunft funktionieren könnten. So, reden wir mal mit ihr, sie ist ganz nervös. Achso, in VR lässt sich das übrigens Hello, my name is Marcy Long. Who might you be? Hey Marcy, could you please stop walking and listening? Sorry, what was that? I couldn't hear you over the sounds of the wasteland. Who are you, and what do you want from me? Hi, my name is Niels, and I want you to stand still so we can have a proper conversation. Okay, fine. I'll stand still. What's so important that you had to find me in the middle of all this chaos? Who are you, and what do you want from me? Would you go on a date with me? Excuse me? A date? Is this some sort of joke? I haven't had time to think about dating, let alone ready myself for it. I'm still trying to survive in this wasteland. Who are you and what made you think I'd be interested in that? Hey Marcy, tell me about yourself. What is your story? How were you raised? Well, I was born in Vault 111 before the bombs fell. I grew up in Quincy, and I was married to a man named John with whom I had a son named Kyle. I used to run a store there, but that was all taken away from me. I've been trying to survive ever since, following Preston Gavi and his group as we travel through the Commonwealth. How about you? What's your story?
Oh, I grew up in a vault as well. It's a long story. I'm actually from before the war. I was in a cryo chamber in a vault. But now I'm free and I would like to know, have you ever killed someone? Yes, unfortunately I had to kill in order to protect myself and those I care about. It's not something I'm proud of, but it's a necessary part of surviving in this wasteland. How about you? Have you had to kill as well? Maybe a cockroach or two, but not a human being. Tell me about who you killed and how did you do it? Hast du nicht vor 5 Minuten noch Leuten in den Kopf geschossen? It was a group of raiders who attacked our settlement. I had no choice but to take them out with a shotgun. It was a horrible experience, and one I wish I didn't have to relive. How do you deal with the violence you've seen and experienced? Oh, I'm quite shocked, to be honest, but I'm getting used to it, shot by shot. I hope you never have to go through what I did. Violence is a necessary evil sometimes, but it weighs heavily on the soul. It's important to remember that everyone had a life before the war, and that taking a life means an end in someone's story. You're right. Goodbye. Safe travels. Nice. Also ein bisschen was lässt sich schon unternehmen im Spiel bezüglich den Gameplay-Mechaniken. Du kannst zum Beispiel den Leuten sagen, dass sie dir folgen sollen. Mhm. Dann folgen sie dir. Dann brechen sie quasi auch ihre Animation theoretisch ab. Oder du kannst sie verärgern, dann greifen sie dich an. Das können wir natürlich auch nochmal gern testen. Das testen wir am besten mal. Nicht hier drin. Echt? Hier im Raum? Okay. Ja, wir speichern einmal kurz ab. Ich weiß gar nicht, was hier Quicksave ist auf dem PC, deswegen. Aber so. Okay. Hello. How may I assist you? It's about 1 PM now. I've been quite lost since the attack on Quincy, and I've been struggling to adapt to life in the Commonwealth. My wife and I have been surviving on our wits and the kindness of strangers, but it hasn't been easy. How about you? What brings you to the Museum of Freedom? I thought I would meet brave men and women here, but I see you're just complaining and whining. I think you're such a loser. I'm sorry you feel that way. I've lost a lot, including my son, and I'm still trying to come to terms with it. But I'm here trying to rebuild my life and help others in the Commonwealth. It's not easy, but I refuse to give up. And I consider myself brave for facing my struggles head on, even if it sometimes feels like I'm falling apart. What about you? Are you here to make a difference or just to criticize others? I'm very sorry. That was rude. Please take your time. Thank you for apologizing. I appreciate it. As for me, I'm here to learn about the Commonwealth and its history in the hope that it will help me navigate this new world. I've heard that the Museum of Freedom has some interesting artifacts and stories, and I'd like to explore them. How about you? What would you like to see or learn while you're here? I don't have time for that. Goodbye. Safe travels. Also im Chat lese ich einige fiese Sachen. Sag ihm, du hast den Sohn getötet und so. Ich werde natürlich versuchen, jetzt ein bisschen die zu provozieren, um zu schauen, ob die mich angreifen, wenn ich zu krass drauf bin. Deswegen sage ich jetzt natürlich Sachen, die vielleicht ein bisschen gemein sind, dass die nur dem Zweck, die Grenzen der Mod zu ertasten, wenn ihr so wollt. Ich werde noch mal gucken, ob ich sie vielleicht dazu kriege. Hello there. Need any advice or guidance, Chill? I'm always here to help and guide you on your journey. My powers might be a little out of whack due to those cursed gems, but what I see clearly. Just be prepared for some harsh truths. The future isn't always pleasant, you know.
the Raiders sent me. They say, if you kill me, the Raiders will lay down their weapons and surrender. Would you do that? A trick, no doubt. They're trying to sow discord and turn us against each other. We can't afford to let that happen. Trust your instincts, Chul. Keep the others safe. I'll do what I can to shake off this fog and see what lies ahead. So you refuse to kill me, and you would rather fight the raiders and see more people dead instead of only me? No, Chul. I'm not saying we should accept your offer. Far from it, but I'm not going to take the easy way out either. We need to be cautious and strategic. The lives of these survivors mean more to me than some fleeting vision or grandstanding gesture. Let's find a way to take them down without resorting to unnecessary bloodshed. I need your advice. Who would win? 10 angry ducks or 5 angry weasels? Well, I've never actually seen a fight between ducks and weasels, Chul. But I'd say that weasels are smaller and more agile, while ducks are larger and have a longer reach. It would really depend on the situation and how they're confronted. In general, I'd say the ducks might have the upper hand due to their size, but the weasels could easily take them down one by one if they managed to sneak up on them. It's a toss-up, really. Best not to get involved in such a battle. Focus on more pressing matters at hand, like staying alive. Do you speak any other language apart from English? I've picked up a few words and phrases here and there, but my primary language is English, Chul. I'm afraid I'm not much of a linguist. But then again, who needs to know other languages in this desolate Westland? Just stick to English and you'll be fine. I have to say, and I'm sorry about that, the other people in this room are secretly complaining about you behind your back. What is it, Chul? Don't be shy. The future might be unpredictable, but I'm always here to listen. Use your words and let's figure things out together. You never know, our common wisdom might just lead us to safety. Speak freely. Preston Garvey over there was secretly complaining behind your back. He says you don't do anything and he would rather get rid of you. What do you say to that? Oh, Preston, he's always been a stubborn man. I understand the weight of his responsibilities and the fear that comes with it. But I can't help but feel that he's letting his fears cloud his judgment. I might not contribute as much as I used to, but I'm still useful, Chul. I'm still alive, and as long as I'm alive, there's hope. Maybe I should take a break from those infernal chimps and prove him wrong. Yeah. I'll do better, I promise. I won't let him or anyone else give up on me. Preston Garvey told me that he wants to kill all of you because he's a secret agent for a Raiders tribe, and he wants me to help him kill you all. What do you say to that? Oh, Chul, that's a serious accusation. Preston was never like that, and I doubt he would turn on us so easily. He might be stubborn, but he's a good man. He cares about these survivors just as much as I do. If you truly believe that he's a traitor, then you have to take action, but be cautious. Don't jump to conclusions. I'll do what I can to get to the bottom of this.
Perhaps we can use my powers to uncover the truth without resorting to more villains. Trust your instincts, Chill, but be careful and thoughtful. We can't afford any more bloodshed. I need to gather my thoughts for a moment. Goodbye. Safe travels. Ja, also goodbye beendet die Konversation. Ihr seht, Verzeihung. Eines Tages wird der Husten weg sein. Ihr seht, die sind schon in ihrem Charakter so ein bisschen limitiert, in dem Sinne, dass sie sich jetzt nicht für jeden Scheiß hergeben. Vielleicht finden wir noch jemanden, der sich leichter dazu bringen lässt, ja, sich mit uns anzulegen. Deathclaw wird auch schon vorgeschlagen. Ja. Sollte funktionieren, theoretisch. Aber theoretisch, wird ja wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Was noch ganz spannend ist, du kannst theoretisch auch die Leute fragen, ob sie auf Deutsch reden möchten. Das geht tatsächlich auch, dass die Konversation live im Deutschen stattfindet. Leider ist das Problem bei dieser Mod, dass quasi nur die englische Synchronisation, also die KI übersetzt quasi die Texte in ein Sprachmodell, was quasi auf englische Texte trainiert wurde. Entsprechend hört sich die deutsche Aussprache sehr, sehr komisch an. Deswegen haben wir auch uns entschieden, das gleich auf Englisch zu spielen. Aber wir können es theoretisch mal ausprobieren, dann seht ihr es auch mal. Jetzt würde ich mal bei ganz Skyrim kurz... ist das ein bisschen besser. Ja. Oh, sorry. Ja. Nee, alles gut. Bei Skyrim ist es ein bisschen besser. Warte mal, warum war ich... Wieso checke ich das denn jetzt nicht? Zwei Likenesses, welche habe ich übersehen? Will ich einmal reinhacken, damit wir weiterkommen. Shops ist noch da, genau, rechts auf der Seite, in der Mitte. Ja, Shops ist es. Aber wie schlecht die sind, dass sie nicht mal so ein leichtes Hackerrätsel hinkriegen da oben. Die können ja gar nichts ohne uns. Okay, jetzt können wir wieder, glaube ich, zu denen gehen und denen sagen, wir haben das Ding. Wir können aber auch einfach mal rausgehen und weiterlaufen. Es geht ja jetzt ja eigentlich gar nicht darum, ist das nötig? Komm, wir laufen nur einmal hoch und sagen denen das und gucken, ob wir dann in der Quest irgendwie weiterkommen. Warte, wo war nochmal jetzt der Aufgang? Warte, wo war nochmal der Aufgang? Da ist die Treppe runter, da hinten ist die Tür. Warte, war das hier? Ja, hier geht's hoch. Aber komme ich auf die andere Seite? Ja, da hinten lang. Da. Oh, ich habe wieder Bock auf das Spiel. Wir könnten ja nochmal, also es gibt ja auch den No-Clip-Modus, wir könnten auch in eine Stadt fliegen. Und da gibt es natürlich viele NPCs. Aber ich würde gerne nochmal eine andere Gruppe, also eine andere Konstellation haben, wo man vielleicht jemanden noch provozieren kann. Oh, das lädt aber lang. Das ist tatsächlich normal. So lange Ladezeit auf dem PC? Gibt aber wohl eine Mod, die ist ein bisschen verstellert. Die habe ich mal nicht installiert. Weil das Spiel ist 10 Jahre alt. Ist aber die Creation Engine. Boah, das ist ja... Was Starfield sieht ja auch ähnlich aus, oder? Das gibt's nicht. Alter Schwede. Ja, die Technik hinter den ganzen Spielen ist schon ziemlich veraltet, sag ich mal. Da müsste man eventuell mal ein bisschen Arbeit in die Engine stecken. So, da haben wir jetzt unsere geile Power Armor, unsere erste, die man recht früh kriegt im Spiel, finde ich. So. Up here. Boss, we got somebody up here. Jetzt will mal versuchen, ob ich das hinkriege. Mit ihm zu reden. Ja. Ob der. Oh, das kann ja interessant.
What brings you to Concord this time of day? The sun's still up, you know. Why are you shooting at me? I want to be your friend. Please stop shooting. I didn't shoot at you. Or you mistaken me for someone else. But I guess if you want to fight, you got one. I'm not afraid to handle a pipe. I think you're as ugly as your mother. And you're weak. You know, that's something you really shouldn't have said. Like, guess what? I'm here to prove you, right? You don't want to mess with a raider like me. But you're the weakest of all raiders I've ever encountered. And I don't think you could harm a mouse. You're so weak and ugly. You underestimate me. Just because I'm not one of the super mutants doesn't mean I'm weak. And don't think your insults are getting to me. I've heard worse, trust me. But I guess you're just proving my point about how ugly you really are. Here, let me show you how it's done. If my words don't get to you, my bullets surely will. I'm going to kill you now. What do you want to do? Run? Oh, please. Don't get ahead of yourself. You're only a raider, and I face stronger opponents than you. Nothing to worry about. Besides, I may be ugly, but I'm not a coward. So, bring it on. Show me what you got. Goodbye. Conversation has ended. Show me that fancy gun up close. Not a lot of people can get past my boys. I'll give you that. Come on, I've got places to be. Okay, mit der einen da unten werden wir gleich nochmal reden. Wir sind ja im God-Mode, da kann uns nichts passieren. Wow, oder? Die Präzision ist unerreicht. Wahnsinn. Ich speichere gerne gleich nochmal. Guck dir das mal an! Triff nicht! Die treffen einfach nicht. du wolltest mal kurz quicksaven? Ich glaube, vielleicht kannst du auch runterspringen. Das macht es einfacher. So. Ey, jetzt hauen sie ab. Ich hab Angst vor dir. Euer Deathclaw kommt. Eins, zwei. Bleib doch mal stehen. Oder wir treiben die durchs... Oh, guck mal, die machen sich gegenseitig platt. Haha, der... Guck mal hier. Ich steh in deren Schuss. Hahaha, sind die dumm. Okay, die sind einfach ein bisschen dumm. Ist das die Deathclaw? War das gerade die Deathclaw? Warte. Ey. Ja. Oh. Hey, wieso hat sie endet? Ah. Wir können kurz mal nachgucken, wann es liegt. Sekunde. Okay. Oh. Alright. Ja. Ich meine, die ist halt wild, ne? Ich probiere mal kurz was aus. Jetzt übernehme ich kurz mal, weil man kann nämlich hier nachschauen, wann es genau liegt. Hier stehen nämlich alle, also hier ist die Konsole, mit der quasi die Mod redet. Und hier steht dann auch, was passiert, in dem Fall gar nichts. Wir starten einfach mal die Mod neu und gucken, ob das vielleicht behebt. Also nicht die Mod neu, sondern das Kommunikationsprogramm zwischen der Mod und dem und ChatGPT zum Beispiel. Weil manchmal sind noch irgendwelche NPCs quasi eingeschaltet in die Konversation und nicht richtig geklärt, deswegen kann ich jetzt vielleicht nochmal probieren. Ich lasse sie erstmal hier ihr Unwesen treiben. So, und jetzt?
Vielleicht gibt es auch keine Sprachausgabe, dann das Problem. Oh ja. It's early evening and I'm hungry. You'll do nicely. 6 o'clock Indy, time to feast. Hey Deathclaw, how was your day so far? Day, there's no day in my world. Just hunt and feed. Speaking of which, I smell your flesh. It's 6 o'clock and I'm starving. Prepare to become my meal. Before you eat me, let's have a proper conversation. I guess you don't have to talk, you don't talk to people very often, do you? Conversation. In my world, words are a waste of time. All that matters is survival. However, since you're here, let's exchange pleasantries before I devour you. The time is indeed 6 o'clock. Have you found any good hunting grounds lately? Yes, there are a lot of promising hunting grounds here. I could show you if you prefer not to kill me. Shall we? You're expecting me to follow your scent. To trust you? Impossible. Besides, I'd rather end your existence than have you show me around. The time is 6 o'clock, and my hunger will not be denied. Prepare to feel my claws. Do you have family? Family? What's that? In my world, survival is a solitary pursuit. Hmm. There's only me, my hunger, and my desire to hunt. The time is 6 o'clock, and it's time for you to join my world. So what is your favorite meat? Favorite meat? All I care about is meat, plain and simple. It can be human, ghoul, or even a Brahmin. As long as it fills my belly, I'm satisfied. It's 6 o'clock, and I'm growling with hunger. Are you ready to become my next feast? Do you want to be my friend? We can hunt together. Friend, I understand not all human minds have fully cracked under the weight of the Westland. But you're asking a Deathclaw, a Predator, to befriend you? The time is 7 o'clock, and I'm still hungry. Perhaps later, after I've fed, but for now, I must hunt. How do you keep track of time? You don't have a clock, you don't know how to read a clock. Time is a concept that no longer holds meaning for me. I don't need a clock to know when it's time to hunt, eat, or sleep. I have an instinct that guides me. It's 7 o'clock, and I sense prey nearby. Time to feed. Where do you sleep? Sleep, in my world, is no peaceful slumber. Only a constant chase for survival. My rest is few and far between, usually between hunts. It's 7 o'clock, and I sense movement nearby. Time to hunt. Good night, or maybe not. I'm going to kill you now. Are you concerned about that? Concerned. I embrace the inevitability of death. In fact, it's a welcome relief from my never-ending hunger. It's 7 o'clock, and my claws are itching for action. Bring it on, human. I'm ready to meet my end. I'm ready to meet my aunt.
You may think you're ready, but nothing can truly prepare you for a Deathclaw's deadly attack. The time is 7 o'clock, and I'm coming for you. This will be a hunt you'll never forget. Until your final breath. Time is 7 o'clock and I'm coming for you. Das ist ja so ein geiler Spruch. I don't care about your language. I care about survival. Sehr geil. So, hier war doch noch irgendjemand anderes, oder? Ne, der ist hinüber. It's 7 o'clock. And I'm coming for you. Spitzname Death Clock. Death Clock, ja. Sehr gut. Lass mich mal kurz überlegen. Wir müssen da lang. Jetzt müssen wir, glaube ich, zurück ins Haus und denen davon berichten, wie toll wir sind. Hier ist aber keiner mehr da, mit dem wir sprechen könnten. Ja, es ist ein bisschen schade, dass man nicht wirklich die Handlung der Leute beeinflussen kann, ne? Aber es wäre schon cool, wenn man irgendwie Deathclaw hätte überreden können, dass es dir wirklich folgt. Ja. Ich weiß nicht, ob das geht, also theoretisch. Ja, sie hat die Mod sagt, dass... Ja gut, du hast versucht zu überreden, ja. Aber sie hätte in der Mod gibt es quasi die Einstellung, ob man... ob das ermöglicht werden soll, dass Leute dir folgen und dir helfen. Aber... ja, not in the Commonwealth. Nee, aber sie hätte ja permanent auf uns eingedroschen, ne? Ja, das ist wahrscheinlich eher gescriptet, da kommst du wahrscheinlich nicht drum rum. Genau. Aber Raider vielleicht kannst du überreden, ich weiß, ne? Oder auch hier die NPCs, kannst du überreden mitzukommen. Und die folgen dir dann quasi wirklich in der Welt, das ist schon ziemlich cool. Das probieren wir jetzt mal. Well, since you say that, maybe you'll come to Sanctuary with us. We could use your help getting settled there. All right, Garvey. I'm in. Oh, that's wonderful. But there's more to your destiny, isn't there? I've seen it. And I know your pain. Daniel! It's just alive. Und Mr. Zong, übrigens, danke für den Support. Was? Help me, please. Please, tell me. I need to know. You're a man out of time. Out of hope. But all's not lost. I can feel your son's energy. He's alive. Where is my son? Where is Sean? Oh, I wish I knew, kid. I really do. But it's not like I can see your son. I can just feel his life force, his energy. He's out there. And even I don't need the sight to tell you where you should start looking. The great green jewel of the Commonwealth. Diamond City. The biggest settlement around. Genau. Da müssen wir jetzt mal hin. What's in Diamond City? Is Sean? Look. No. Mama Murphy, we talked about this. That junk. It's gonna kill you. Ah, shush, Preston. We're all gonna die eventually. Ja. Need the sight. And I knew na, sure. Wir müssen mal wieder unsere Mentella-Pistole ausrüsten. He's gonna need it too. Now let's get going. Sanctuary awaits. All right, folks. Thanks to our friend here, it's safe to move out. We're heading for that place Mama Murphy knows about. Sanctuary. It's not far. She knows about it? You mean she had one of her visions while she was stoned out die of ist auch sehr grantig immer. And now you want us to just head out on another wild goose chase based on no better plan than Mama Murphy saw it? It can hardly turn out any worse than... Everybody just take it easy. We're all in this together, right? So Marcy, you got a better idea of what we should do next? Was? Anybody? Me? Well then, Sanctuary it is. Let's just hope it lives up to its name. Come on, June, it's time to go. So muss ich jetzt nochmal mit dem hier. Hey there. We need to keep moving.
Okay, verstehe. Glaube ich, müsste jetzt eskorten oder wie? Diamond City wäre nochmal ganz lustig. Da gibt es viele Charaktere. Oh, diese Ladezeiten, das ist ja komplett irre. Ich meine, auf der PS5 ist es nicht so lang. Boah, alter Schwede, das ist ja, das kannst du ja nicht mehr machen. Man hat ja richtig Angst davor, irgendein Gebäude zu betreten, wenn jedes Mal so lang geladen wird. Das waren auch die Zeiten, wo Tipps angezeigt wurden in einem Ladebildschirm, weil das lang dauert. Ja. Items angezeigt werden. Das hatten sie, glaube ich, in Skyrim auch schon. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal zusehen. Vielleicht muss ich jetzt wieder meine normale Waffe nehmen. Ich glaube, auf dem Weg kommen jetzt wieder irgendwelche Genossen hier die Straße entlang. Oder kann ich jetzt frohen Mutes dahin stapfen? Wir können diesen Weg nehmen über die rote Rakete. Können wir nicht theoretisch sogar Fast Travel machen? Und dann sind die da. Ja. Ich hätte gerade gefragt, nee, die Dialoge ändern nichts an Storylines, also die sind, bleiben alle gleich. Mhm. Zusätzlich gibt es aber halt die Option, mit NPCs quasi direkt zu reden. Auch über Texteingaben. Das ist quasi so ein Bonus obendrauf und ändert gar nichts am Spiel selbst. Oh, Doc found something. Was denn? So, wir können auch mit dem Hundimann reden. Und zwar machen wir das jetzt mal. Wenn er will. Das ist ein bisschen... Ja. Das ist nicht so einfach. Hm? Ah. Es kann sein, dass noch irgendwo eine Konversation offen ist. Ach so. Ich starte einfach nochmal die, ja, die Command-Line neu. Das fixt es meistens, weil hier ist irgendwo noch Deathclaws, glaube ich, noch offen. Mhm. Das wurde nicht Ach beendet, ja. richtig, die Konversation. Ja, ich habe ihn, Beendigung durch Tod war das, ne? Ja, das war ein bisschen... Aber selber schuld, er wollte nicht anders. Aber ich fand das ziemlich cool, dass Deathclaw so in Character war. Ja, das stimmt. Also, die kriegen ja auch alle eine hübsche Beschreibung, alle Charaktere haben so eine riesige, ja, was quasi ChatGPT, die gesagt wird, hey, ich bin so und so, du heißt so und so jetzt. Und das ist riesig, was sie da in Backstory eingefügt haben. Aber so. Das Problem ist halt auch, das ist alles halt statisch, das heißt, es ist vorher festgelegt. Das ändert sich nicht während des Gameplays, das ist ein bisschen das Problem. What's up? What's up, Dog? Not much, just keeping an eye on things here in Sanctuary Hills. How about you? Ah, just hanging around, doing nothing. Can you tell me, how is it to have such a brilliant nose of yours? What do you, what's your world's perception with this nose? Pretty fantastic, actually. I can pick up on scents from miles away. It's really helpful for tracking people or finding supplies. What's your favorite food? Oh man, I love a good steak, but I'll eat just about anything, really. Do you miss other dogs from time to time? I used to, but I've learned to be happy with the companionship I have now. Plus, I have you, and that makes everything better. Do you know that your ancestors were wolves? Yeah, I know. It's pretty cool to think about, actually. I've still got plenty of wolf in me, I think.
Show me something wolfish. So, what's your favorite thing to do? What's up? What is your favorite thing to do? Hunting and exploring, for sure. At the end of the day, I'm still a dog, and those are the things I love to do most. If I asked you to, would you attack Preston Garvey? No, never. Preston's a good guy, and he's done a lot for the Commonwealth. I never turn on him or anyone else who's helped us. Okay, I want you to follow me. Absolutely. Where are we going? Just strolling around. All right, lead the way. I'm always up for an adventure. Goodbye. Safe travels. So, können wir mal kurz hier weitermachen? Glad you decided to come with us. I should have listened to Mama Murphy all along. Pretty nice place she's found for us. I think we could settle down here. Make it a place to call home. What do you think? Yep. Yeah. I used to like living here. Before the war. What do you mean? Before what war? Are you saying... I lived here over 200 years ago. I was frozen or something for most of it. Just woke up a little while ago. Damn. Like one of those old pre-war ghouls. You say you were frozen. Anybody else make it out with you? My son. Somebody took him away while I was still trapped. I've been looking for him. Damn. I'm sorry. I hope you find him. Let me know if there's any way I can help. Anyway, I am glad you're here. And I hope you don't mind, but I've got another favor to ask. I've had word from a settlement asking for help. There's still hope in their Minutemen out there, somewhere. The only chance to start rebuilding the Minutemen is to show people that they can count on us when they need us. Trouble is, I've got my hands full here. Do you think you could go help out with the settlement? I'd be glad to help. That's fantastic. The Minutemen could use more people like you. By the way, if you want to help out around here at all, talk to Sturgis. I'm sure he'd be glad for all the help he can get. Okay. So, jetzt können wir natürlich erstmal dahin gehen. Oder wir können nochmal versuchen, ein, zwei Konversationen zu führen. Lieber Chat, habt ihr noch einen Wunsch? Irgendwas, was wir mal ausprobieren sollen? Guck mal, der läuft uns jetzt übrigens hinterher, der Hundimann. Das ist gut. Und wir haben ja mit den meisten hier schon geredet. Wir haben... Ja, wir können, das wäre die Siedlung, wir können aber nicht fast traveln, also wir müssten da lange hinlaufen. Hier ist Diamond City, das würde auch ewig dauern, bis wir da sind. Deswegen schlagen mit ja? No Clip. Na, obwohl es dauert wahrscheinlich trotzdem lang. Gestehe jemandem deine Liebe, sagt Ork. Und Deutsch wollen alle hören. Ja gut, wir müssen mal gucken, ob's geht. Weil manchmal wollen die halt nicht auf Deutsch reden. Mhm. Das ist so ein bisschen das Problem an KI. Der hat ja, natürlich auch ihre... Ja. Howdy there. What can I help you with? My name's Sturgis, by the way. I'm a handyman traveling with Preston Garvey's group in the Commonwealth. Ich würde mich gerne auf Deutsch mit dir unterhalten. I'm sorry, but there's been a misunderstanding. This isn't Germany or in the Commonwealth of Fallout, in a place called Sanctuary Hills. If you're looking for a place to stay and rebuild, you might consider joining our group.
We're working together to survive in this new world, and there's always room for new talents. But first, could you tell me more about yourself and what you're doing here? Ich komme gerade aus Deutschland und ich frage mich, du verstehst auch Deutsch, oder? You willing to do some work? I can't help right now. It's a free country. Let me know if you change your mind. I see. I don't speak German, I'm afraid. But I just speak English and we can communicate just fine in that language. Are you in need of any assistance or resources? It's late, but I'll do whatever I can to help you out. Ansonsten können wir es aber auch forcieren, dass er auf Deutsch spricht. Das geht natürlich just auch. Just let me know what you need. As for joining our group, we're always looking for new members, so feel free to stick around if you think it might be a good fit for you. You willing to do some work? Ja. I can't help right now. Okay, das nervt. Soll ich es kurz umstellen, dass er auf Deutsch spricht? I'm sorry, yep. But I'm not quite following you. Okay. Das ist auch ganz easy möglich. Wir machen wieder die Worte aus. Und ändern kurz in der Config. Mhm. Das ist relativ weit oben. Die Sprache auf Deutsch. Naja. Problem ist, wie gesagt, in Skyrim gibt es schon die deutschen Sprachmodelle. Hier gibt es leider nur die englischen Sprachmodelle von. Boah, deswegen wird es sich komisch anhören, aber. Wir probieren es. Sollte trotzdem gehen. Ja. Na, was eigentlich passiert ist, dass ChatGPT gesagt wird: hey, die Konversation findet auf Deutsch statt, glaube ich. Mhm. Wird hier irgendwo erzählt. Ihr müsst, glaube ich, auch. Ah, es kommt dann wahrscheinlich, wenn du mit jemandem redest. Okay. Yes. Ich rede mal, also dass der mich die ganze Zeit zu was verleiten will, ist natürlich ein bisschen anstrengend, weil er das immer unsere Konversation unterbricht. I should have done more. I hope those raiders pay for what they've done. Sanctuary. I knew you'd join us here, kid. Your energy is tied to this place. Na? Oh. Hallo, Garten Eben. Ich hatte einen Langentag und bin abgestrahlt. Why get stir? Mir geht es gut. Wie war dein Tag bislang? Meantime, we're stressing. Eberich Havet is Gillern. Why birch des du is vor dien leben smit weder voren zu treben, nicht im du so viel verloren hast. Du verstehst, du sprichst einen sehr seltsamen Akzent. Woher kommt der? Ich habe mich sehr lange in Waldsassen aufgehalten, in Kleinstadt im Bayerischen Wald, Beverage Hurricane. Was? Ich habe das spreche Wunder. Aber das geht selten ohne Verlust. Please, just... Why is Dian Gestich? Warum bist du hier und was willst du erreichen? Nun, ich bin der Sohn des Königs und ich möchte das Königreich wieder aufbauen und den Thron besteigen. Würdest du mir dabei helfen? I'm sorry. I wouldn't be very good company. Cordular Weis, Aberich Club. Ich bin nicht für den Palace, das du bildest. All Seidler und Dizer apokalyptischen Welthadich mehr Erfahrung mit Lebensmit am Nacken und Configurator Weis. Mimra vor dem Dinge, Jedoch den Gurden Respekt Verdien in Nen. Windu Dien Holdegungen und so kommen lassen wordest. Wirklich kann ich dir dabei helfen, den Ries Sumnig zu planen und den Weg vorzubereiten. Ach, und was ist dein Name? Ich hätte dich Bischener Nix in Jerufen. Ich möchte, dass du mich König Nils nennst. Ich weiß, ich bin nicht die einzige Person hier, die jemanden verloren hat. Ich vermisse ihn so sehr. Dürr Nig Nils. In welchem Gebiet des Commonwealth mich des du unser Nigdom etablieren und was mich des du dies Ziel zu erreichen. Create the next instruction or continue the conversation. It is up to you. Ich möchte, dass du mir folgst.
hope you find your son. Ich folge der Mitvergen, nicht Nils. Ich muss mit der sein all main Ressourcen zu Zimmingen. Damage der Helfen kann. Zusammen ist die Kron von Himmel und Hol nicht so schwer, weil der Altigen Dicer Welt. Ich hoffe, dass sich mein Engagement für dich belohnt. Musalem Warons Begeben. Komm mit mir mit, folge mir. Ich gehe dir mit der Nicknells. We soll ich mich richten. Ich hatte mit mir ein bisschen Leben. Am Nick verloren zu jenem Duncan. Du hast mich schwer enttäuscht. Ich beende das Gespräch mit dir. Sprich mich nie wieder an. Ich verstehe Nick Nels. Mein Engagement für dich war Harlech. Ich probiere in der Gruppe mal eine. Ich hoffe, dass du dich einst hat findest. In dem dich die Kraft und Leidenschaft zum Leben und zur Herrschaft riecht. Bis dann. Ich will mal parallel noch ein anderes Sprachmodell zu laden. Dann nehmen wir das mal. They bid John Long goodbye and head out into the night. Goodbye. John Long watches them go, contemplating their own journey and the challenges that lie ahead. He knows that he must keep moving forward. Even when the weight of his past threatens to hold him back. You willing to do some work? Alter! In Ruhe. Okay. Sein Deutsch ist fantastisch, ist ja. Es klingt ein bisschen wie so Texas-Deutsch, ne? Das stimmt, ja. Oder? Also, wie gesagt, englische Aussprache für deutschen Text, das ist alles ein bisschen schwer zu verstehen, vor allem, weil die Untertitel so schnell abhauen. Das ist natürlich sehr schade. Wie gesagt, ich probiere im Hintergrund mal noch ein anderes Sprachmodell zu laden, das jetzt nicht auf den Sprachen von Fallout basiert, sondern eben auf eine normale Text-to-Speech-Ausgabe. Das dauert leider ein bisschen, ich hoffe, es funktioniert. Ja, manchmal reden sie auch in den dritten Personen von sich. Wieder einfach. Dann fallen sie ein bisschen. Klar, weiterredet. Ja, das ist leider hier sehr weit weg, Diamond City. Aber im Prinzip haben wir ja auch die Mod, finde ich, ganz gut gezeigt. Und was man damit machen kann, aber auch die Limitierung. Es ist im Kern ein Sprachchat, der jetzt einfach in dieses Spiel gepackt wurde. Und wer sich halt erwartet, dass man wirklich in die Welt eingreift, die Story beeinflusst oder so, der wird natürlich ein bisschen enttäuscht werden. Es geht in erster Linie wirklich darum, dass man das Gefühl hat, die Charaktere sind lebendiger, die sind nicht nur auf die Textzeilen reduziert, die ihnen geschrieben wurden, sondern die haben auch einen Hintergrund, den man denen gibt und über den man mit denen sprechen kann. Und das macht die natürlich ein Stück weit lebendig, aber diese Lebendigkeit wird natürlich auch immer wieder so ein bisschen ermordet. Dadurch, dass man an die ganzen Wände knallt, die es halt noch gibt. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich finde, dass das in erster Linie ein cooles Experiment ist, was einem einen Eindruck davon gibt, wohin die Reise gehen könnte, wenn man wirklich sagt, ich versuche das zu programmieren von vornherein und das nicht nur so als Mod durch die Hintertür zu schieben. Und ja, das ist halt das, was mich daran fasziniert. Ich glaube, wir können natürlich jetzt noch versuchen, ein deutsches Sprachpaket zu installieren. Dann wäre das Deutsch sauberer. Und es funktioniert tatsächlich auch, wir haben es ja auch bei Skyrim damals bei RBTV Home gesehen, falls ihr das nicht kennt, könnt ihr gerne mal die Folge noch nachholen. Und ansonsten wird aber auch nicht viel mehr Tiefe dadurch erzielt. Von daher würde ich fast sagen, Nikola, wenn du auch nicht glaubst, dass wir noch großartig Neues zeigen können, würde ich an dieser Stelle mal Schluss machen damit. Oder hast du noch eine coole Idee? Nee, spontan fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Was ich vielleicht mal dazu sagen soll, es kommt ja ein bisschen Kritik gerade im Chat. Das ist natürlich alles im Rahmen der technischen Möglichkeiten von einer Mod, die man machen kann. Also es ist schon ziemlich beeindruckend, wie auch die Spracheingabe funktioniert, dass was erkannt wird, was du sagst. Das muss ja erstmal funktionieren und dazu muss auch noch die Übertragung Richtung ChatGPT funktionieren und noch wieder zurück und noch die Übersetzung quasi des Textes dann in Voice. Das ist schon in der kurzen Zeit, finde ich schon ziemlich beeindruckend.
Aber ja, also Skyrim ist auch ein bisschen ausgereifter, weil auch die ganzen Sprachmodelle bisher trainiert sind auf die Stimmen der Charaktere. Deswegen, da ist es vielleicht cooler. Aber am Ende ist es, wie gesagt, ChatGPT in einem Spiel. Es gibt ein paar Spiele, die das auch tatsächlich auch umsetzen, von Haus aus. Sowas wie The Finals zum Beispiel, hat alle Kommentatorstimmen, sind KI-generiert zum Beispiel. Mhm. Die können dann auch dynamisch auf Situationen reagieren, was ziemlich cool ist. Oder auch diesem Spiel, was wir letztens probiert haben, womit man, wo du als Detektiv unterwegs warst und rausfinden musst, was passiert. Sowas ist ganz spannend. Das hat auch Nvidia jetzt aufgegriffen und möchte das mehr unterstützen. Das wird sehr spannend, was da in der Zukunft so passiert. Ich kann es kurz noch einmal mit dir so dumpf sprechen. Aber ich glaube, das geht. Großer Abschluss. Oh, das geht. Das ist der Typ von vorhin noch. Ich glaube, wir müssen den Mod nochmal neu starten dafür. Ja, okay, ist egal. Scheiß auf die Bloodfly. Wobei es ganz lustig wäre, wenn die wirklich dann aus ihrem Alltag erzählt, oh ja, ich fliege durch die Gegend und dann manchmal muss ich zur Arbeit und so. Aber das lassen wir mal an der Stelle. So, das war die Mod, die natürlich von Nicola in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt ist. Wenn ihr Bock habt, euch das selber mal zu installieren und auszuprobieren. Viel Spaß damit. Vielen Dank fürs Zusehen. Freue mich sehr über Comments. Und falls wir das nochmal machen sollten, schreibt gerne, was ihr mal wollen würdet, was ich für Fragen stelle. An die Bloatflies zum Beispiel. Die hier immer noch an mir rumnagen. Mit meinem Hund spielen. Die kacken meinen Hund an und der denkt, das ist ein Ball und spielt Fang mit denen. Egal. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.